Er will es doch wissen. Dieser Rapper hier traut sich den Brat zu dessen. Lila ist, glaube ich. Oh, ja, Katar hat übelst verkackt, so. Er hat den Falschen angegriffen, der Kurde hat ihn so richtig zerstört. Katar ist halt kein Disser, ist nicht so eine Lügische. Enes Charmant. Also, ich weiß ja nicht, was hinter den Kulissen so abgeht, aber der Diss-Track war stark, der Diss-Track war gut. Und Katar muss jetzt abliefern, Alter, der ist, steht unter Zugzwang. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rüdiger, eine neue Folge von Was Luft? Freunde! Ihr habt's ja mitbekommen. Diss da. Boah, was geht ihr miesen, Alter? Ich bin gerade vom Kur-Konzert nach Hause. Alter, ich hab noch die Regenjacke an. Ich schneide euch gleich mal ein, zwei Videos rein. Ganz kurz nur, damit ihr seht, was da los war. So, Freunde, wir sind bei Crow. Bisschen auf Frieden. Friedensmusik. Bisschen auf Friedensmusik. Gucken, ob dieses Security uns durchreißt. Ja. Bist du einmal durch, bitte? Ja. Richtig dekadenten Parkplatz gefunden. Guck mal da, so alles, alles leer. Und wir parken einfach so asozial, so hier. Aber ey, das ist so ein Mitarbeiterparkplatz so für die Crew und so. Gott sei Dank, die Jungs von Chimp haben uns gewatcht. Backstage. Immer gleich reicht für mich. Hey, sexy Ladies. Ich bitte, 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 komm. Sprich mich an, ist das ganz egal, was du mir sagen möchtest. Ich bin auch auf einmal so komm. Will man gar nicht aufhören. Okay, 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 Achtung. Es regnet überdimensional, normal Ruhrgebiet. Es ist City, war ja klar, dass es regnen muss. Aber schau, das ist Mann. Ich gehe kurz auf Toilette, mach mich fertig, werde den Diss-Track mir von Casey nochmal reinziehen, noch mal, weil ich konnte, musste den gerade so auf Dings hören und zeig mal das Nummernschild, damit man weiß, wo ich bin. Diese, was los, Freunde? Ja, auf jeden Fall, mach hier ein bisschen Licht, zieh mich aus, zieh mich um und dann werden wir sprechen über den Beef zwischen Chata und Casey Rebel, okay? Bis gleich. Avocado gemacht, Schoko-Dings, Video schneiden, twittern, bisschen so gucken, was eure Meinung war. Und ich mach kurz diese Filme hier. Hab Crow jetzt zweimal live gesehen hintereinander. Ich hab mal gesehen, wie krass es ist, wenn man so viel. Wenn man so ein friedliches Live hat, Alter. Ich mach nur noch was los, Folgen mit MTV Unplugged Artist, Alter. Da gibt's keinen Messers. Die pennt eh, wahrscheinlich werden das jetzt morgen erst die ersten Leute reagieren darauf, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich will das morgen früh raushauen. Auf jeden Fall bei der ganzen Sache stehen wir hinter Casey, ist ja klar, Rebel Army und wieder nur Promo von Chata. Der Diss-Track ist auch richtig brutal geworden. Ich habe echt nicht so viel erwartet. Echt richtig geil geworden. Hat immer bewiesen, dass Casey richtige Eier hat. Da habe ich natürlich auch gedacht, vielleicht ist es nur ein Promo von beiden. Das ist kein richtiger Beef und so. Aber nach dem Lied, feiern, ich bin jetzt zerstört. Aber wie Rebel Army stehen natürlich alle der Casey ganz banger Musik. Und ja, komm. Bin jetzt nur gespannt, wie die Reaktion von Rata wird. Auf jeden Fall, Casey hat ihn beerdigt. Feierabend und unterstützt diese Kopfhörer. Er macht nur so Product Placement. Ja, also, cool, ich danke dir. Übrigens könnt ihr ihn folgen bei Snap, Mertoo77. Nein, aber cool, alles klar. Interessante Meinung auch, weil das deckt so ein bisschen, bei Facebook habe ich gesehen, oft wurde gesagt, das ist doch Promo. Voll viele sagen, Digga, ich glaube,
Es gibt Promobeef, klar. Es gab auch schon Promobeefs und so. Das ist ja nichts Neues. Aber das hier ist doch kein Promobeef, Alter. Wer das als Promobeef abdingst, der hat nicht alle, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Alter. Ja, übertreibt mal nicht wieder ein Promos-Meefs. Mir schreibt bei Snap Merdino047, zum Beispiel, Bruder, meine Meinung zum Beef, Casey soll wie ein Mann sich mit Rata an einem Tisch setzen und beide sollen ihre Differenzen klären und aufhören, sich zu dissen. Bringt nichts, wir Menschen haben andere Sorgen. Bei all dem Krieg und all dem Leid, was wir auf der Welt haben und vor allem wir als Kurden. Ich muss sagen, dass ich aber trotzdem, wenn ich Partei ergreifen muss, zum Team X gehöre. Vernünftige und auch sehr sachliche Argumentation, ja, so, ne, kein, ne, alles am Teppich geblieben. Gut, komm, ja. Dann, achso, sein Name, ja doch, habe ich doch schon gesagt. Boah, ich bin so überdimensional müde. Jetzt, Ibo6641 sagt, meiner Meinung nach ist es am besten, wenn es endlich mal wieder sportlichen Beef gibt und knallt, anstatt dieses Wohinfahren, Haustür, dies, das, nichts passiert, einfach ordentlicher Rap mit Diss-Tracks und der Bessere gewinnt, ganz einfach. Und das, was KC da mit Diss da gemacht hat, war die beste Entscheidung. Wenn Rata jetzt eine ordentliche Antwort gibt, ist die Sache gegessen. Schöne Grüße an Rufus. Ja, Ibo, sehe ich genauso. Diss-Track mit Diss-Track beantworten und die Sache ist gut. Man kann sportlich sehen, wie Manuelsen das gerade gesagt hat. Ich versuche das mal hier rein zu sneaken, was der Manuel gesagt hat. Er hat geschrieben, sinngemäß, ich gucke gleich noch, ich habe das auch vorhin auf Augenwinkel gesehen. Rap ist Sport, Alter. Und man muss rechnen damit, dass man was abkriegt, ne, wenn, also wenn man in dem Bereich ist, klar, also ein Crow, selbst ein Crow teilt aus jetzt mittlerweile, Lack ist Mann geworden, nein, Spaß, also er schreibt richtig Story, 96 Sekunden, sich vorlesen, aber er macht diese miese Bild, wenn es Rata ernst meinen würde, wäre Casey tot, Rata hat die Unterwelt hinter sich, ich bin Team AON. Das, was Rata durchgemacht hat, würde Casey keine Stunde überleben. Okay, also das geht jetzt voll lang. Ich lese nicht alles vor, aber okay, danke für deine Meinung. D.C666 bei Snap. Das ist so eine Comic-Story mir geschickt. Also nice, Alter. D.C66, genau. Dann T19077. Ey, gebt euch doch mal vernünftige Namen bei Snap. Was ist los mit euch? Er ist halbnackt. Ich mach mal so. Ey, Digga, er meint so, Digga, kann ich gar nicht benutzen, halbnackt und viel zu leise, ey. Schneide ich eventuell raus. Aber hier ist ein guter. Ich habe ja gebeten drum, lange Texte, vernünftige mit Argumenten oder ein Video, weißt du, nicht so diese er fickt. Es schreibt mir bei Snapchat Maurice98. Hi, Ruth. Meine Meinung zu dem Spektakel zwischen Rata und Casey Rebel. Ich finde, dahinter steckt viel Promo für Caseys bald erscheinendem Album. Und das erst kürzlich erschienene Kollabo-Album von Haftbefehl und Rata. Persönlich finde ich es schade, dass es vor der Shisha-Bar nun eine Schießerei stattfand und sogar Menschenleben aufs Spiel standen bzw. immer noch stehen. Und das alles wegen einem Streit zwischen zwei namentlich bekannte Rapper aus Deutschland. Ich persönlich finde es schade, dass man so etwas in der Öffentlichkeit austragen muss und somit beide Parteien Menschen mit in Anführungszeichen reinziehen muss, die nichts dafür können und sogar sich gegenseitig sogar ihre Fans, was meinst du, die nichts dafür können? Achso, und sich gegenseitig sogar Fans auf den Hals setzen und so weiter. Auch wenn es nur in der Internetwelt ist. Achso, jetzt verstehe ich dieses, okay. Was ich damit meine ist, Rata und Casey Rebel sind zwei sehr talentierte Rapper und haben dies überhaupt nicht nötig, sei es für Promo oder anderes. Ich hoffe, dass dieser Streit bald ein Ende hat und alles wieder gut wird und der den Streit schlichten wollte, es bald wieder gut geht. Sorry, ich bin extrem müde auf jeden Fall, deswegen ein bisschen hier Dings, aber Maurice, danke für deinen Text, danke für den schönen langen Text hier, ne, ordentlich. So, Maurice, mein Lieber, da bin ich wieder, kurz hier Ding. Ja, tatsächlich finde ich, du hast recht, ich weiß, was da passiert ist, ich habe auch nur das mitbekommen, was in den Medien natürlich bekannt wurde, habe da kein Hintergrundwissen, habe auch keine Anrufe gestartet, was ich normalerweise machen würde, um zu checken, was Sache ist, weil mir das, wie schon gesagt, eine Nummer zu heiß war. Das ist einfach eine Nummer zu weit weg von Rap. So,
Und Mann, ey, was ist denn los mit den scheiß Kellenmops hier? Freunde, ihr wisst, ich bin Freund von guten Rap, ich bin Freund von Beef auch und ne, Rap-Battle und alles, aber das muss alles ein Level haben. Beef ist Entertainment und alles ist cool und es kann auch mal ausarten, man kann sich auch mal am Telefon anschreien oder was dann dies, das, aber es, so, das habe ich in 1000 Beef-Folgen schon gesagt, Beef-Folgen, 1000 Folgen, wo das Thema war, gerade bei Bushido K, ne, Animus Flair. Überall habe ich eher versucht zu schlichten, was heißt eher, sogar immer, auch bei ganzen LG-Move und so, Da Vinci Code und so. Es ist zu einem Teil ein Spektakel, ein Entertainment und Battle-Tracks gehören dazu, ganz normal, das habe ich schon tausendmal gesagt, Alter. Es ist auch gut so, ne? Eine der besten Tracks überhaupt im Hip-Hop sind Diss-Tracks, ist auch gut so. Was da jetzt gerade, ich weiß nicht wirklich genau, in welchem Zusammenhang, ob das wirklich in dem Zusammenhang steht, weil das ist noch nicht geklärt. Ob dieses Hinterwelt, Hinterwäldler, natürlich. Aber auch die Unterweltmenschen. Ob das im direkten Zusammenhang damit steht, das ist natürlich noch gar nicht geklärt, deswegen will ich hier keine Mutmaßungen. Dann Sinan Yavazoglu mit einem Video. Yo, Roos. Ich muss sagen, ich finde beide ganz nice, aber Casey hat Chata gegen den Strich aus der AMK. Ich verstehe Casey. Chata hat immer gegen den so gestichelt und hat nichts gesagt. Und es kommt halt irgendwann eine Abrechnung von dem. Halbnackt, Louis Herr. Was hat er gesagt? Ja. Man darf nicht vergessen, aber ja, ich weiß, es wird gesagt, es wurde gestichelt, aber Casey hat auch immer entsprechend auch geantwortet. Also die waren sich immer auf dem gleichen Level. Ich will jetzt nicht sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber vielleicht kann man doch festhalten, Rata hat damit ein bisschen angefangen, mit Shisha-Rapper, glaube ich. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, das müsste mir helfen, ob das Shisha-Rapper-Ding von Rata das erste Mal war, wo so ein bisschen Stichelei war, oder ob dieses Schlag den Raab, Schlag den Casey, Schlag den Rebel Promo-Ding, Spaß-Ding, Blogs damals, wo Casey Rebel alle gedisst hat, inklusive auch Farid und PA und so, also wo das klar Spaßfaktor war. Aber da hat er ja gesagt, das habe ich euch ja eingespielt, X für Chata, du willst es ja wissen, dieser Rapper traut sich dem Bera zu dissen, genau. Und ich weiß gar nicht, was jetzt zuerst war, ob das da war und darauf dann Chata Shisha-Rapper gemacht hat. Das schreibt mir das in den Kommentaren, ich traue mich gar nicht, so einen festen Urteil jetzt darüber zu machen. Aber so ging es halt hin und her, hin und her. Von daher, ich glaube, Casey hat wirklich auf die Palme gebracht, jetzt diese neue Anschuldigung im neuen Interview. Ich glaube, daraufhin ist jetzt dieser Diss-Track. So, dann wieder ein Text von, also ein Text von Anthony 58997 bei Snapchat, könnt ihr folgen. Casey Rebel, seine Diss-Tracks, einfach brutal. Sein Diss-Track, einfach brutal. Keine Ahnung, warum Chata auf diese Sache nicht antwortet, aber ich denke, da kommt noch was. Warum beleidigt Chata Casey überhaupt als Peach? Das ist nicht in Ordnung. Der Diss-Track hat alles zerstört, auch das... Also, ich denke auch, dass Haftbefehl sich einmischen wird, aber die Banger haben natürlich jetzt Leute wie 80 Grad und so weiter und so weiter. Ja, ganz kurz dazu, ich glaube... Also man weiß es nicht, ne? Aber ich schätze und hoffe, dass Haft und 18 Karat oder die Banger sich erstmal nicht einmischen, weil, ja, sollen die beiden, die sind alt genug beide sind erwachsen, beide sind stehen da, der Chata kann einen schönen Diss-Track zurückmachen, das muss jetzt noch nicht, nee, das ist jetzt noch nicht so weit. So, und das andere ist, was hat er noch geschrieben, antworte ich dir gut? Ja, gut, Anthony, bei Diss. Links, okay. Einmal beide Seiten. Also ja, also, okay. Man muss erst beide Seiten hören, sagt PHIGR79 bei Snappy Snap. Also Radar-Fan und auch Casey-Fan. Aber das, was Radar diesmal abgezogen hat, ist mehr wie Pro. Ich finde es auch ein bisschen lächerlich. Warum sollte Casey bei AON sein? Und solange es alles auf Web-Ebene. Alles auf Web-Ebene bleibt, ist doch gut. Competition, davon lebt Web. Aber Schießerei, Mieserei, das soll bitte nicht. Bro, der Diss an sich von Casey Rebel, der ist schon Baba gewesen, aber das ist voll kacke, dass er seine Frau und Familie erwähnt. Ach, und ich hab vergessen, liebe Grüße an dich.
Mach weiter so, du bist der Rest. Okay. Ist das Sabak-23? No Illuminato? Ne, also no, Sabak-23. Ja, das schreiben mir viele. Bruder, Casey hat zerstört, schreibt King Dave. 77. Sie kriegt einen Fuffi, wenn sie es schafft, Nutella vom Ellbogen zu lecken, Roos. So einer schreibt mir den ganzen Film. Chata hat vieles durchgemacht, die Menschheit ist kaputt, Roos. Okay. Erstmal finde ich, man muss nicht zu jeder Scheiße eine Meinung haben, ne? Zu jeder Scheiße. Man kann auch mal so, mal auch kurz sagen, ey Leute, ich brauche dafür ein paar Tage, um eine Meinung zu haben. Deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, gerade die jungen Leute da draußen, die so schreiben so, ja Rata, warum antwortest du nicht? Ja, der Diss-Track ist seit 5 Minuten draußen. Like, was soll der antworten? Ich bin wieder wach, Kaffee am Start, es ist hell, ich musste einfach ein paar Stunden schlafen, ey, das ging echt gar nicht mehr. So, ich guck mal, was abgeht bei Snapchat. Ja, einiges natürlich, einige Videos, ja, mitten in der Nacht das zu machen, das war eh keine gute Idee. So, Freunde, ich werde versuchen, mal eure Meinung hier einzufangen. Eine Stunde, zwei Stunden. Ich gehe mal nur zu 2-3 Stunden zurück. Ich kenne sich alles, das ist unglaublich viele Messages, Alter. Was heißt nochmal rot? Ich check mal eben, was es heißt. Rot ist, rotes Bild. Lila ist, glaube ich. Oh, ja, Katar hat übelst verkackt, so. Er hat den Falschen angegriffen, der Kurde hat uns so richtig zerstört. Katar ist halt kein Disser, ist nicht so eine Lüdische. Sagte Mac-Troy. Okay, interessant. Ömit, schreib mir einen Riesentext. Ich habe ja gesagt, Freunde, entweder einen Riesentext, ne, mit Argumenten und so, kein Yo-Yo oder ein Video. Ich lese vor. Ömit, 31. Ich finde es ehrlich gesagt wahnsinnig traurig, dass zwei Kurden nun im Streit sind und sich gegenseitig bekämpfen, anstatt sich für den Zusammenhalt der Kurden einzusetzen. Wir Kurden hatten nie viele Identifikationsfiguren und nun sind zwei von ihnen im Streit, dadurch werden die Lager getrennt. Ich feiere die Musik sowohl von Qatar als auch teils von KC und finde, dass beide einfach ihr eigenes Ding machen sollten, ohne jegliche Anfeindungen. Der Kuchen ist groß genug für alle Beteiligten, schreibt er. Ja, ich finde natürlich eine coole Aussage von dir, auch so, ne, Fair Play und alles bla. Aber ich finde, das hat mit Kurden nichts zu tun. Zwei Kurden können sich mögen, können sich aber auch genauso anfeinden, genauso wie zwei Spanier oder so, weißt du? Man muss ja nicht unbedingt, nur weil der andere ist auch Kurde, muss man ihn jetzt mögen, weißt du? Aber ich verstehe deinen Ansatz, weil, ne, man ist irgendwo, hat man gleiches Interesse, ist natürlich, ich verstehe deinen Ansatz und ich finde ihn nicht schlecht. So, Oktay Gören, auch wieder ein Text, da muss ich mit meiner müden Stimme hier alles vorlesen. Er macht so langweilig diese. Hat er noch was? Ne, okay, das war. Rot ist immer Bild, das zeige ich dann immer im Text. Tam Model, mach bitte eins Review zu. Was war das? Suicide Squad? XXINTMYRXX. Was habt ihr für Snapchat-Namen, Mann? Dann Dam Schmierlewski. 50, keine Sorge, an dir mache ich mir die Hände schmutzig. Okay, er macht den. Er macht einen Ausschnitt vom Track. Da freut ihr euch. Ja, jetzt geht's ab hier. Guter Diss, aber man sollte noch auf Khatas Antwort warten, sagt Barico 23. Ja klar, auf jeden. Man kann jetzt einen Diss bewerten. Diss ist gut. Es sind ein paar geile Sachen passiert. Casey hat ein paar Sachen sehr richtig gemacht bei dem Diss, habe ich ja schon gesagt. Aber natürlich, Khatar kann noch antworten. Ich finde, der Diss ist wirklich ein krasser Punch, auf jeden Fall. Aber ist kein K.O., glaube ich. Ich glaube, Khatar kann noch kommen. Da erwarte ich das. Und jetzt geht hier das Telefon. German David 01. Er schreibt Text und er schreibt, ich finde Caseys Reaktion ist noch ein bisschen zu untertrieben, weil es wurde ja Geschäftsführer der Rebel Launch angeschossen und soweit ich weiß, ist der Geschäftsführer der große Bruder von KC. Du weißt ja besser Bescheid, Rosie, hoffe, dass niemand mehr wegen diesem ekelhaften Beef verletzt wird. Hashtag Peace. Ich hoffe natürlich auch, dass niemand verletzt wird. Ich wünsche Ulasch alles Gute. Soweit ich weiß, liegt er im Krankenhaus und ich weiß aber nicht genau, was passiert ist dahingehend. Ich habe nur gelesen, dass die Jungs das geschrieben haben. Ich habe mit ihm nicht gesprochen, auch nicht mit Casey, auch mit gar keinem anderen. Leider zu diesem Zeitpunkt
Aber ich habe halt gehört, dass er im Krankenhaus, ich meine, man kann das bei Instagram sehen, Fotos und so weiter. Sänger plus Music, ja, was wird er wohl sagen? Okay, er frisst Pizza und lässt den Ausschnitt laufen. Hier wird ein Riesentext bekommen von Benitez. Der Dissert hat er verdient. Seit 2 Jahren stichelt er gegen Casey mit dem Peach, hat es einfach dann übertrieben. Wer 2 Jahre gegen einen stichelt, der muss dann auch mit einem Diss rechnen. Casey hat er einfach zerstört. Das kann Rata sagen, was er will. Ich versuche das mal kurz machen. Beim Holland-Job hat er ja auf jeden Fall... Ah, lebt vom Goldraub-Hype. CEO ist im Label, CEO ist gut. Achso, ja, okay. Er soll einfach dankbar sein, dass er auf einen Song drauf war und Eva mit auf seinem Album genommen hat und so weiter, weil der Casey hat ihn ja, also ich glaube, der meint diesen Casey-Support. Und eine persönliche, ehrliche Entschuldigung sollte auch noch kommen, sagt er. ja. Ich verstehe, was du sagst und man kann das auch so sehen. Man kann auf jeden Fall sagen, ey, der Khatat, 2 Jahre sind es, glaube ich, nicht nur 1 Jahr, aber ne, seit letztem Mai geht das ja so. Letztes Jahr Mai, glaube ich, so wenn ich mich erinnere. Shisha-Rapper-Thema, dann wurde gesprochen, dann dies, das. Aber ich sage euch, Freunde, das Problem ist, wir wissen alle nicht, was hier im Hintergrund so abgelaufen ist. Ne, das kann ja sein, dass im Hintergrund von der anderen Seite auch immer was kam, so dass Khatat das dann öffentlich immer so, aber gut. Auf jeden Fall hast du natürlich recht, wenn 2 Jahre im Interview gestichelt wird, dann diese Peach. Man kann nicht sagen, du warst unvorbereitet oder so, auf jeden Fall. Aber ich denke, Khatat weiß das. Ich denke nicht, dass der Diss für ihn jetzt sofort spontan gekommen ist, sondern er weiß ja, wenn du im Interview auf einen Rapper schießt, dass dann auch Antworten kommen können. Metin CLS schreibt, ich finde es gut, dass Casey versucht, das musikalisch zu klären, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Bei seinem Diss hat diese gewisse Urteilatmosphäre gefehlt. Muss ich auch sagen, ich finde Casey spittet geil. Seine Stimme, habe ich euch ja gesagt, kommt eindringlich, kommt Ding, kommt... Du hast das Gefühl, wenn du den Track hörst, denkst du, er beleidigt dich gerade. Das ist schon alles gut. Er hat diese Top-Comment-Trick. Technik, er hat diese Is-Da-Technik, er hat also ne, ein gutes Lied von einem anderen nehmen, die zerstören, sodass seine Fans bei dem Lied immer an den Diss denken müssen. Das sind alles gute Sachen, auf jeden Fall. Aber diese auf einmal und du hast das und aber ich glaube, das sollte gar nicht so ein Track werden. Ich habe ehrlich gesagt auch erwartet, dass Casey plötzlich voll ausrastet. Das, es ist Io, Ava, das und ihr seid alle das. Aber hat er nicht gemacht, was ich dann wiederum gut fand. Er ist fair geblieben, hat sich konzentriert auf eine Person, die ihn geschadet hat oder vermeintlich geschadet hat und hat sich auf ihn konzentriert. Und so ist, finde ich, auch Farids Spruch bei Facebook zu verstehen. Viele haben ja geschrieben, ey Farid, warum mischt er sich an? Erstens, warum mischt er sich an? Er ist Homie, er ist Label. Die Star, das ist sowieso legitim, sowieso klar. Oh, Aria schickt mir eine Sprachnachricht, er macht auch on point, aber er... über diese Geschichte ist special on point, aber er macht sie sowieso anders als ich. Er wird, glaube ich, nur über die Diss-Tracks oder die Diss-Track an sich reden. Er macht das mehr so musikalisch, zieht das rein. Ich mache jetzt euren Feedback hier. Was ich sagen wollte ist, Freunde, Farid hat geschrieben, wer sich einer einmischt, bla bla. Es ist so, wie man auf der Straße sagen würde, ey, da sind 2 erwachsene Leute, die machen 1 gegen 1, fair. Weißt du, keiner so, also 1 gegen 1 so und haltet euch alle raus. So habe ich das verstanden und deswegen fand ich das eigentlich gut. Also fand ich nicht assi, so weißt du, wo ich da sage so, ey, warum mischen die sich denn jetzt ein? Wenn jetzt aber natürlich im Casey-Track so, keine Ahnung, noch der Rapper ist drin, Farid macht noch eine Line oder was weiß ich, Jasko, dann ist klar, da kannst du nicht sagen, mischt euch nicht ein, dann wird eingemischt. Aber so war, deswegen war es war ein sauberer, Cut. So, GN-Doppel-K bei Dingens. Ruse. Warte mal, auf was. Ach so. Da war ich beim ausverkauften Stadion links von Crow und GN-Doppel-K schreibe, Ruse, ich dachte, du wärst Hip-Hop-Reporter. Ja, Crow ist nicht Hip-Hop. Ja. Piano Charlie schreibt mir bei Snapchat.
Wann kommt Crow nach Düsseldorf? Witzig, dass es direkt danach kommt. Du, ich glaube, er kommt gar nicht mehr nach Düsseldorf. Jetzt. Die Tour ist, glaube ich, noch 2 Stations, dann ist es vorbei. Danach vielleicht. Check sein Facebook. Support Chata Hafti. Und er macht noch Hashtag Casey's ein. Das wiederhole ich jetzt nicht. Es musste getan werden. Ich war Chata-Fan, aber Coop war der größte musikalische Reinfall. Hashtag Real Talk. Und jetzt soll Casey Chata panieren. Was heißt denn panieren? Schreibt mir BZ Derber bei Snapchat. Snapper Osen Stan, schreibt mir. Wer ist dieser Typ? Also hier ein Kumpel von mir auf dem Foto bei Crow. Na, wer ist dieser Typ? Das ist der Fotograf aus Stuttgart, der Crow begleitet im Moment. Wirst du ihn nicht kennen. Simeon! Geiler Diss. Halbnackt. Aber Bruce hat diese Beef ein bisschen angeheizt, oder? Mit dieser extra Interview nach Konzert für Casey. Nur noch Beef-Fragen. Naja. Ich habe den Beef auch ausgelöst, ehrlich gesagt. Dann Bianca Hühe bei Instagram. Ach Quatsch, bei Snapchat. Mal, wo bin ich bei Instagram? Bei Snap. Ich wollte auch Instagram-Video machen, aber da ist nicht so cool mit Antworten. Hier ist besser. KC ist einer meiner Lieblingsrapper, aber ich finde den Diss-Track echt geil. Und Chata, aber warum schreibst du aber? Ja. Und Chata sollte wissen, dass er sich nicht nur mit Casey angelegt hat, sondern mit allen Bangern. Auf der anderen Seite finde ich diese Rap-Beefs immer ein bisschen, könnte man ja eigentlich unter sich ausmachen, schreibt sie. Aber es sorgt natürlich für Unterhaltung, viel Aufsehen. Und mal sehen, was noch kommt. Ich bin gespannt. Vor allem auf Jivas Reaktion. Schöne Grüße an den Bob D. und vor allem an dich, Ruth. Bis besser. Zack. Manuelsen hat geschrieben. Er hat auf jeden Fall K1, der Junge von damals, diesen Real Talk, meint er, geteilt. Interessant. Manuelsen, K1, interessant. Ja, Manuelsen hat gestern geschrieben, ja komm, hört auf damit. Das. Damit ihr Ruhe gibt, meine Meinung zu der Sache ist, Rap ist Kampfsport, sei darauf gefasst, dass du gedisst wirst. Curse, Hashtag 10 Rap-Gesetze, Hashtag Competition. Aber Manuel schreibt in den Kommentaren, ich liebe Jiva richtig sogar, also Jiva, ne, Chata. Aber ich mach das nicht von dem Hip-Hop-Beefs abhängig. Okay, interessant. Er kann sagen, er kann das auch auseinanderhalten. Ines Charmant. Also, ich weiß ja nicht, was hinter den Kulissen so abgeht, aber der Diss-Track war stark, der Diss-Track war gut und Chata muss jetzt abliefern, Alter, der ist, steht unter Zugzwang auf jeden Fall, der muss jetzt zeigen, was er kann. Aber ekelhaft auf jeden Fall, dass Casey jetzt auch Promo durch den Diss-Track macht, ist ja quasi dasselbe. Ines Charmant war das, der eine auf Ruse hier macht. Interessanter Einwand, aber ich finde, ich muss jetzt hier Casey nicht verteidigen, ich denke, dass die ganzen Hip-Hop-Hetzer draußen selber Bescheid wissen, aber ey, ganz ehrlich, warum soll man einen Diss-Track machen und nicht sein Album ankündigen, wenn man gerade Album am Start hatte? Ich denke, es gibt Situationen, wo man sagt, guck mal, er disst jetzt, weil er ein Album hat. Aber ich glaube, er wurde hier rausgefordert und hat das dann timingmäßig gut verbunden. Ein schlauer Move. Warum nicht? Kann jeder machen, wie er will. Aber ich finde, es war ein guter Move. Er müsste jetzt nicht sagen, jo, hier kommt der Diss-Track, ich verschiebe mein Album 8 Monate. Weil ich will jeden zeigen, ich will kein Promo dadurch machen. Warum soll er das nicht machen, Mann? Er bescheuert. Er bescheuert, wenn er das nicht macht, Digga. Das ist das Geschäft. Das weiß jeder, das weiß auch ein Chata, weiß das auch. Jeder Rapper weiß das. Ich denke, das ist kein Einwand. Aber gut. Deine Meinung hier am Start, Ines Charmant bei Snapchat. Dann ein Kurde aus WAP, so heißt er, Kurde aus WAP. Er schreibt, interessanter Text hier auch, langer Text wieder, schön, dass ihr auch bei Snapchat, sind ordentliche Leute, ihr könnt, ich habe immer gedacht, bei Snap sind so die Kiddies, aber ihr könnt echt ordentlich schreiben mit Komma, Punkt, alles. Bei Facebook sind die ganzen Analphabeten, Alter. Casey hat uns Kurden allgemein verraten, finde ich. Die türkischen Prinzessin und ich denke mal, wie meint der türkische Prinzessin? Ach so, er meint, weil es gibt, glaube ich, von Casey so einen Track, der türkische Prinz oder was.
Jetzt verstehe ich das. Okay, und ich denke mal, Khatar wird ihn so zerstören, dass Casey sich nicht mehr traut, rauszugehen. Khatar ist und bleibt ein Ehrenmann. Nicht wie Casey, der... Peach, eigentlich will ich das nicht so oft wiederholen. Naja, aber egal. Er wird ordentlich kassieren von Khatar und Casey hat bei Diz da echt übertrieben mit Familie und so weiter. Khatar wird nicht sehr froh sein darüber. Bitte nimm meinen Text und lies es vor. Kudoswap, habe ich jetzt gemacht, Bruder. Kleiner, ja, ich verstehe. Ich fand auch mit der Familie ein bisschen zu viel. Ist halt ein Diss-Track, Mann. Ist ja keine Freundschaftsanfrage. Aber mit die letzte Line mit der DNA, vielleicht hätte er das nicht sagen müssen. Aber ich finde trotzdem noch, es ist kein Hurensohn gespittet worden. Ich finde, da ist so der Level, wenn es überhaupt noch ein Level hier gibt. Da ist das niedrigste Level so. Oder das krasseste Level, wenn du so willst, ja. So, dann Nilo Adri. Digga, ganz sportlich gesehen, Casey fickt. Casey hat auseinandergenommen. Casey hat gerissen. Endlich den alten Casey, Waffenarsenal-Modus. Ja, viele haben gesagt, Casey hat jetzt... Das war auch eine gute Möglichkeit für Casey, ne? Von dieser ganzen Dagibi-Scheiße auch mal zu zeigen, Digga... Das war ein Promo-Move, aber das ist das, was ich eigentlich mache oder kann. Ne? Und ja, es kam gute Gelegenheit, das zu zeigen. Daniel Ovac bei Snapchat. Boah, Digga, Buch. Also ich freue mich ja über lange Texte, so dann. Aber das ist jetzt Buch, Alter, Buch. Komm, ich mach dir einen Verlag klar. Dann releasen wir das bei Amazon. Also ich überfliege mal. Als Rap-Track an sich über Stadt. Als Diss-Track mehr ein laues Lüftchen. Angefangen bei dem Facebook-Post, wo er mit 30, 40 Kanonen mit dem Lambo postet, alle Gesichter zensiert und sogar noch irgendwelche Opas dabei hat, die auf G machen. Man hat aber PA Sports erkannt. Aber man fragt sich, warum macht er das? Wie gesagt, der Track an sich stark. Aber inhaltlich, naja, letztendlich sagt er dauernd, dass der Typ fett ist. Das trägt zu dem Grund für diesen Diss so gar nichts bei. Okay, ich verstehe, was du sagst. Den Punkt der anderen noch nicht. Ich verstehe, was du sagst, weil der Grund ist, so jetzt diesmal, er sagt, du sollst bei mir sein. Okay, und er beleidigt ihn ja auch so einfach mit Peach. Das ist ja jetzt auch einfach so. Und der hat jetzt diese ganze, du bist fett, Baklava ist da, bla. Aber er hat nicht irgendwie eine Hintergrundstory ausgepackt. So mäßig, ich hab dich angerufen. Ich wollte nicht sein. Du hast dann gesagt, komm sein. Ich wollte aber nicht. Mäßig, jetzt auch behindert. Das war nicht... dabei, ja. Gut, aber mal anders gesehen. Wenn irgendeiner über dich irgendeine Story erzählt, die so krass einfach so aus dem Haaren erzogen ist, so mäßig, er bringt den Müll nicht runter. Seine Freundin hat mir das gesagt. Und du, das stimmt überhaupt nicht, ich bringe einmal die Woche den Müll runter. Wie willst du denn auf eine Geschichte, also wenn, na, wir gehen jetzt davon aus, die Geschichte stimme nicht, Khatar hätte das erfunden, nur wir gehen davon aus, wie willst du auch auf sowas dann antworten? Also das ist ja dann auch schwer, du kannst ja nur dann beleidigen. Das nur jetzt. Er sagt dann, ich ficke jeden, der deine DNA teilt. Vielleicht zweimal hätte er überlegen sollen, weil mir kaum vorstellen kann, dass er da nicht für in die Luft zerrissen wird. Zudem extrem charakterschwach, was sich als Kurde über Khatars Knastaufenthalt und seine Folter bzw. seiner kurdischen Herkunft lustig zu machen. Eieiei, also der schreibt echt noch viel. Das hast du gut auseinandergenommen. Guter Text hier. Das ist mir gar nicht so durch den Kopf gegangen. Natürlich. Ne? Ja, das ist ein guter Punkt. Gut, mein Lieber. Danke für den Text. Also Respekt übrigens an euch, dass ihr mir so lange Texte schreibt, weil Snapchat ist echt kein Dings, wo man echt viel Texte schreiben kann. Das nervt überdimensional. Was geht ab, Bruce? Mein Statement zu der ganzen Sache ist ein Casey. Ich finde, Khatar hat es übertrieben, mit KC und ein paar CDs zu verkaufen. Aber naja, seine Sache. Ich war ein großer Fan von Mr. X. Aber seitdem er Peach gesagt hat, halte ich nicht viel von ihm. Nicht mehr viel von ihm. KC war lange ruhig, hat sich alles gegeben. Aber mit dem Diss-Track hat Khatar auseinandergenommen. Egal, was Rebel gesagt hat. Ihr könnt ja mal ein bisschen mitlesen. Egal, was Rebel gesagt hat. Stimmt, hat gestimmt, sagt er. Musikalisch, ja, sind zwischen KC und Khatar Welten, aber ich glaube, wenn es drauf ankommt, fallen Schüsse aus Khatars Sicht. Aber der Diss-Track hat Khatar erstmal zum Schweigen gebracht. Grüße aus Essen-Krai, hey, schöne Grüße. Essen-Krai, Ausfahrt A40, Essen-Krai.
Ich überspringe jetzt mal die Texte, auch wenn ich gesagt habe, schick mir Texte, aber schick mir mehr Videos. Also, Casey braucht Promo, nicht Rata, weil Casey macht einen Diss und packt am Ende sein neues Album hin und behauptet, Rata braucht Promo. Also, was ist das? Ja, das Argument haben wir jetzt ein paar Mal gehört. I know. Sicherlich, ich kann dieses Beef-Gehabe nicht mehr sehen. Aber was willst du machen? Casey Rebel verkackt eh. Er sagt am Ende, Casey Rebel verkackt eh. Ei. Jo, ich finde den Diss auf jeden Fall ganz cool, aber ob das jetzt nötig ist, keine Ahnung, wegen dieser Vorgeschichte, unnötig, aber auch die Köln-Sache. Okay. Last Turco. Jo, auf jeden Fall, meine Antwort dazu ist, sind beide sehr stabile Rapper und die haben das gar nicht nötig, deswegen, ich finde es einfach nur unnötig. Basically finde ich das richtig, ist auch meine Meinung. Beiden haben das nicht nötig. So, Nath Matter. Das ist der letzte Statement heute. Hey, also ich hätte nicht gedacht, dass ein Diss rauskommt. Ich habe gedacht, es bleibt so bei Sticheleien. Aber es ist legitim, solange es auf der Rap-Ebene bleibt und man jetzt nicht Leute schickt. Kann mir aber schwer vorstellen, dass Rata das toppen kann. KC kann einfach krass rappen oder krasser rappen. Folgen wird das natürlich auch für die Labels und deren Künstler haben, weil sie loyal bleiben wollen. Aber man weiß ja nicht, wer jetzt recht hatte wegen dem Signing und so weiter. Naja, sind wir erstmal gespannt, wie Rata reagiert. True story. True to the true to the true. Das ist natürlich recht. Deswegen an dieser Stelle, ich will mal noch ein Video zeigen, was jetzt reinkommt. Jetzt reinkommt. D-E-N-E-L-X. Da. Bruce, Alter, ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Casey-Fan, so ich bin auf Katas Seite, aber Casey hat den vom Text her und vom Rap-Technischen gefickt. Okay. Ja, man macht dich schuldig für den Beef. N-U-N-U-N-C bei Snap. Yeah. Ja, ich hab beide aufeinander losgehetzt. Rusi! Komm, das ist jetzt aber das letzte. Salva 99 BR, wirklich der letzte jetzt. Rusi, ich fand das krass auf jeden Fall. Schisserei von nun. Was in den Medien steht und den Diss, den ich gestern gehört habe, hat alles gefickt. Leider, der war härter als Bushido gegen K1. Diese Rumgedisse ist auch ein Fame-Ding, Beispiel. Dass Casey Rebel jetzt Famer wird, weißt du, was ich meine? Okay. Ach ja, kannst du bitte eine Was-Los-Folge drüber machen, weil ich glaube, dieses Thema interessiert jeden. Habe ich jetzt gemacht. Battle Rap Diss Tracks gehört dazu. Soll keiner euch was anderes sagen, ja? Solange es auf Rap-Ebene bleibt. Ich soll nur eine Sache dazu sagen, das habe ich auch schon mal gesagt. Ihr wisst es ja, wer meine Sendungen kennt, der weiß es. Ich habe immer schon zum Beispiel Hit 'Em Up von Tupac gehört und direkt danach auch ein paar Biggie-Songs gehört. Ich konnte mir geile Diss-Tracks unabhängig von, sagen wir mal, von dem anderen, von dem Kontrahenten, von dem unabhängig davon, was ich vom Kontrahenten gehalten habe, reinziehen. Weißt du? Und ich sage euch, gebt euch das auch. Zieht euch den Diss-Track von Casey rein. Von mir aus sagt, er hat gefickt. Bombe. Aber denkt euch jetzt nicht, man muss sich jetzt für eine Seite entscheiden. Denn das musst du nicht. Du bist nicht gesigned bei Banger Musik. Nein, was ich sagen will, stellt euch nicht unter Druck. Rata. Draußen beweist einer, wie viel PS sein Auto hat. Ich hasse so Menschen. Rata hat ein geiles Album gemacht. Coop ist ein geiles Album, auch wenn die Promo total Katastrophe war, auch wenn sich das Album jetzt nicht so toll verkauft hat, wie keine Ahnung, aber Casey weiß das, jeder weiß das, ein Verkauf sagt am Ende des Tages nichts über ein geiles Album, so, das will ich einfach nur mal festhalten, das wisst ihr auch, natürlich benutzt er das, um da zu sticheln, ist auch alles okay, ist auch fair enough, wie man so auf Französisch sagen würde, ist cool, hat sich scheiße verkauft, du, was willst du machen, aber es sind geile Tracks drauf, die haben schöne Videos gemacht. Die Promophase war natürlich ein bisschen durcheinander. Habe ich auch im Interview gesagt, ist ja nochmal. Aber zum Beispiel Rata hat damals mit dem Album Baba Allah Babas, der hat ein geiles Album gemacht. Ihr habt alle gut darauf reagiert. Ihr habt ihn gemocht. So,
man muss jetzt nicht wegen einem Diss-Track dann sagen, der kann nix, er ist gefickt, weißt du so. Also ich will euch nur mitgeben, was ich euch mitgeben will, seid fair, Kratar muss jetzt antworten, er wird antworten, ich hoffe sportlich und musikalisch und alles, und seid einfach fair, weißt du so. Und ihr könnt auch weiterhin Casey und Kratar auf einem iPod haben und hören, weißt du, es ist, keiner muss sich jetzt hier hinstellen, und, weil ich habe das oft gelesen, dass Leute dann schreiben, wie kannst du den noch hören? Ich übertreib nicht, Alter. Okay, Schlusswort von mir. Instagram, löscht euch. Instagram oder Snapchat, eins davon muss ich löschen. Ich kann nicht auf beiden Services am Start sein. Das fuckt mich ab. Das fuckt mich ab. Guck, du fuckst mich ab. Ich treffe mich gleich mit Manuelsen. Morgen mache ich was mit Pillard. Und nächste Woche, Freunde. Anders, in 5-6 Tagen, ja, trifft sich Ruth Habibi mit KC to the Rebel. Und dann gibt es das erste Interview zum Album und zu dieser Sache, natürlich. Und sobald ich was von Qatar höre, werde ich euch informieren, werde es posten und vielleicht kriege ich ihn auch für die Kamera. Vielleicht kriege ich ihn für die Kamera. Ich hoffe. Jetzt erstmal, das ist das Statement, euer Statement, ihr habt, das war das von euch. Schreibt mir in die Comments, wie ihr das seht. Seid nicht so verbissen. Bleibt sportlich, bleibt auch sachlich. Spittet kein Hurensohn. Hat sowas eklig. Und Dr. Ruth, euer großer Abi, der die Regeln hier macht. Dankt euch fürs Zuschauen, für das verrückte Video hier, was ich in einer halben Müdigkeit gemacht habe, nur für euch. Tam, danke fürs Zuschauen. Abonniert diesen Channel, hiphop.de. Like das Video, wenn ihr sagt, ja, Ruth. Ja, mach öfter dieses Snapchat. Ich mache jetzt Fanfragen auch nur noch mit Snapchat. Okay, merkt euch das. Mal gucken, wie lange die anderen brauchen, um mir das abzukopieren, Alter. Ey. Wie ich das hasse, wenn mir mich immer alle biten, Alter. Die biten mich im Hals, so bite. Nur weil ich auf Nacken von Rapper esse. Freunde! Gangzeichen für euch, Freunde. Passt auf euch auf, dass nicht auch noch auf euch geschossen wird. Es ist schwarz geschossen.